Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir machen jetzt mal weiter. Also, auf geht's. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Ach, das? Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drück ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Oh. Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Das klingt... Naja. So, hilf Yen, das Megaskop aufzubauen. Okay. Ach, zu reparieren, alles klar. Komm ich aber selber bei raus. Ich kann echt nicht rennen. Ach, diese scheiß Überladung. Oder Überlastung, besser gesagt. Na, schauen wir uns ein bisschen hier um. Wir suchen vielleicht einen schnellen Weg da nach oben. Da rein komme ich wohl nicht. Ich frage jetzt, was hat er denn jetzt vor? Was will Yen mit Uma machen? Mal gucken, ob wir es gleich herausfinden können. Ich müsste hier aber relativ richtig sein, oder? Mann, ich bin hier richtig, ja. Alter, wie weit geht denn das? Ich meine, ja, quasi eine halbe Weltreise. Obwohl, so richtig bin ich doch nicht, ich dachte, was ich bin. Ich muss doch runter. Ach komm, Geralt, wirklich? Oh shit.
Okay, Zeit für eine Runde Meditation. Doch, wir haben doch 2000 bekommen. Aber Kaer-Morn ist ja riesig. Ist mein Pferd irgendwo in der Nähe? Um das Ganze mal ein bisschen hier abzukürzen. Komm her. So, dann sollten wir doch da sein, ne? So mehr oder weniger. Die denn? So, das geht jetzt eigentlich relativ fix hier. Okay, haben wahrscheinlich die Tür hoch, ne? Das ist eine ganz schöne Distanz, die man echt zurücklegen muss. Das ist ja der Wahnsinn. Verflucht nochmal, du Stück oh mein Scheiße! Gott. Oh je. Wollte ich auch gerade sagen, oh mein Gott. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt. Denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß, du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigerem. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Na gut, ich rede mit ihnen. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär.
Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Gut, dann wollen wir mal. Mit dem komischen Gerät. Eins noch. Danke, Geralt. Sarkasmus? Hier ist nichts. Gut, dann machen wir uns mal auf die Quelle. Beziehungsweise auf die Suche danach. Für die magische Störung. Und dann müssen wir noch, glaube ich, den anderen beiden helfen. Und dann können wir auch mit immer... Was auch immer wir machen, dann mit Uma beginnen. Weil ich weiß immer noch nicht, was sie vorhat. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber wir werden es dann schon herausfinden. So, dann heißt es hier rein. Und mal umschauen. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Hat Yennefer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Da bist du ja. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma? Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Ach so, ja, aber richtig, Yennefer, okay. Dann müssen wir noch die ganze Geschichte mit Lambert machen. Das heißt, wir dürfen die ganzen Treppen wieder hochlaufen. Hammergeil.
Das hat doch richtig Zweck und alles. Dann braucht sie noch was von Lambert? Da habe ich jetzt noch nicht ganz raus, was sie danach braucht. Aber ich berichte hier kurz mal den Report. Kurze Berichterstattung und dann geht's auch weiter. Weil ganz ehrlich, hätte ich auch nicht jeden Tag Lust, die ganzen rum hoch und runter zu laufen. Ich habe mir kaputt gehen sowas. Das ist ja richtiges Konditionstraining. Boah, Alter, hätten wir das nicht irgendwo anders machen können? Na, es geht doch, so sieht es zumindest aus. Danke, jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Meritiumbomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Ich weiß es nicht. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Catmill, in Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Wafail Elaine, Catmill Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Ipne Iacus. Erkennst du den Dialekt? Late in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Eldas Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, En Severne. Wafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Lass mich raten. Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird den Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren. Oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade. Denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein. Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die Enundod. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die Enundod mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late N Undod geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich.
Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Hab ich das? Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing... Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen? Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Beende, was du und die Jungs vorhatten, und dann fangen wir an. Okay. So, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen Folgenbreak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, haut rein und tschüss.